nicht locken. Ihr kennt mein Herz. Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Part, oder einem weiteren, besser gesagt, von Dishonored 2. Ja, ich will mir jetzt den Aufseher schnappen. Ich hoffe, das haut hin. Und will weg von hier. Ich werde, glaube ich, die Runen und alles andere einfach liegen und stehen lassen. Das ist echt schon... Also es ist echt... Wow. Es ist echt hart. Das Ganze ist echt schon richtig hart. Hier war ich schon, ne? Ja. Und schön langsam sehe ich mich nicht mehr raus. Ehrlich gesagt. Oh. Ist der jetzt weg? Na. Diesmal kriege ich dich. Wo kommen die jetzt alle her, bitte? Bei den Geburten. Die Frau von den Plakaten. Vorsicht, Bruder! Wie geht das, bitte? Wie geht das? Es ist halt echt unglaublich. Du kannst nicht einmal herziehen. Ja, dann eben halt wieder auf die sanfte Art. Wozu habe ich das dann gelernt, ey? Wenn das immer so ein Lärm macht. Ja. Ja, ja. Es ist echt... Was, ich weiß nichts mehr drauf zu sagen. Echt nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich werde die zwei vielleicht noch erwürgen. Wo bleiben nur unsere Schwester? Seltsam. Sehr seltsam. Mögen meine Brüder mir Stärke geben. Sind wir nicht eins? Ah, Moment! Hier war doch gerade jemand. Nein. Ich habe natürlich die falsche Fähigkeit drin. Such mich nur, du Depp. So, wie mache ich es jetzt mit dem da? Aufseher? Der kniet am Boden? Aha. 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 Würgi, würgi, würg. Passt. Wer bist denn du? Der ist tot. Aha. Dann sind wieder so Sachen wie hier, wie der eine jetzt gerade eben, der ist halt recht einfach dann, ne? Lol. Das soll mal irgendwer schlau draus werden. Echt. Buch der Gefallenen. Okay. Dies sind die Namen der getreuen Ortsbrüder, die im Krieg gegen den Ketzer Paolo gefallen sind. Im Kampf um das Herz und die Seele dieses Bezirks. Schön. Da, die 7 Gebote, die hatten wir schon, ne? Ich speichere das Ganze mal. So. Jo. Und dann schauen wir uns das weiter an. Lass mich raten. Das war nicht schlau. Laden. Ich bin so doof. Ich habe auf den schon wieder vergessen. So, wie kriege ich diesen Hampelmann jetzt weg? Ich habe keine Ahnung. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie ich den wegkriege. Der ist tatsächlich ein Problem. Na, mach. Vielleicht mit einem Doppelgänger. Dass es damit klappen könnte. Das wäre eine Idee.
Wow. Klappt, der wird zu weit weg sein, oder? Hä, wer sieht mich? Der da hinten auch. Ah, denn... Wie mache ich das jetzt? Wo verstecke ich mich? Hat, glaube ich, hingehauen. Puh. Alter. So, haben wir hier irgendwas von Wert? Für uns. Schaut nicht ganz so aus. Eine Granate. Doch, Kupferdraht. Kupferdreht. Die Mine hatten wir schon. Das ist ein Speicherwert. Puh, Alter, da war das gerade der Aufseher, der uns entdeckt hat. Der Gradler. Okay, da muss ich vorsichtiger sein. Irgendwie... Ich habe jetzt gerade gespeichert. Ah, das sind mehrere. Okay. Muss ich nochmal machen. Sind mehrere. War klar, dass der nicht alleine ist. Ist so klar, dass der nicht alleine ist. Ja, ja. Der ist der Gradlerverein hier. Ne, so ne. Mir zieht das echt an, dass die Leute da vorher gestorben sind. Aber wahrscheinlich habe ich schon mehr auf dem Gewissen, dass ich es weiß. Wahrscheinlich, wenn ich jemanden bewusstlos gemacht habe und der wird durch einen anderen ermordet, aus Versehen natürlich nur, ist das auch meine Schuld wahrscheinlich. Vizeaufseher. Okay. Jetzt wäre es gut, den da zu erwürgen. Diesen Vize-Scheißhaufen. Na los, geh weiter, geh zurück. Sei lieb. So, müsste passen.
Münzen. Das war's. Mehrnett, es gibt keinen Schlüssel. Willst du mich schädeln? Was sollen denn die ganzen Schlüssel bitte sein? Für die Zimmern, für die... Ich komm da nicht mehr mit. Echt nicht. Das ist mir ehrlich gesagt echt ein Rätsel. Da ist einer. Turan des Schlüssel, da haben wir. Ha! Bericht des Vizeaufsehers. Der gefangene Heuler unten hat wichtige Informationen über seine kriminellen Partner und ihren ketzerischen Anführer Paolo preisgegeben. Exzesse zu jeder Stunde und Hexerei von der übelsten Sorte, die nicht einmal unsere heilige Musik bannen kann. Paolo ist so niederträchtig und korrupt wie vermutet. Mit seinem letzten Atemzug enthüllte der Gefangene, dass der Herzog höchstpersönlich Paolo Essen in das abgeriegelte Haus von Aramis Stilton schicken lässt. Es wird von Chindosh Schloss gesichert. Zweifellos hat Chindosh dem Herzog die Kombination verraten und Paolo sie wiederum an den Gefangenen weitergegeben. Ein grenzenloses Geflecht der Korruption. Jawohl. Ganz korrupt. Das hört sich gerade an, als wenn es hier eine Rune geben würde, ne? Aber ein Knochenartefakt. Bitteschön, das ohne Mamis Hilfe gefindet. So. Jetzt die beiden Humble-Männer noch. Plündern und nichts mehr mit Plündern. Kerzen auspusten. Ja, es gibt hier, jetzt haben wir den einen Schlüssel. Aber mir fehlt trotzdem. Fehlt mir noch der Schlüssel für den einen Raum unten, ne? Was ist das? Die Südwinde von Caleb Manley, Naturphilosoph. Die Südwinde, vorgetragen an der Akademie zum Nutzen und zur moralischen Bildung der dortigen Schüler. Auszug aus einer Rede. Verehrte Studenten, geschätzte Kollegen, kennen Sie die Geschichten von Serkonus und der Schönheit ihrer Bewohner? Ich stelle heute Fragen, die ich hoffentlich ausführlich beantworten kann. Fangen wir mit den Fragen an, die Reisende seit Jahrzehnten stellen. Hat das warme Klima Einfluss auf die Geister? Achso, das hatten wir auch schon, ne? Das hatten wir auch schon. Entschuldigung, da fange ich zu lesen an, ohne mitzudenken und nachzudenken, ob wir das schon hatten. So. Manchmal bin ich mir einfach nicht mehr sicher. Boah, ist das laut, ne? Das ist zu laut. Na prima, ich habe keine Ahnung, wie ich zu der Rune unten kommen soll. Der schläft hier eh recht gut, oder? Ich hätte so gern die Runen mit, ne? Aber ich habe keine Ahnung, wen wir da ausrauben müssen, damit wir diesen depperten Schlüssel kriegen. Ich habe keinen Plan, weiß ich nicht. Wenn sie wenigstens irgendwie, keine Ahnung, Hinweis oder so geben wird. Die Zettel sind auch alle nutzlos, ne? Hier wäre noch ein Schreibtisch. Kronenmeuchler tötet Verwalterin. In einer Erklärung aus dem Großpalast wurde die Annahme von Untersuchungen zum grauenhaften Mord an Brianna Ashworth bekannt gegeben, der Verwalterin der kaiserlichen Konservatoriums. Laut Aussagen des Großpalasts wird davon ausgegangen, dass es sich bei dem Übeltäter um den berüchtigten Kronenmeuchler handelt, der schon seit Monaten unsere Straßen durchstreift. Ashworths Tod stellt einen unglaublichen Verlust für das Konservatorium dar. Kenner berichten, dass sie einen guten Blick für ungewöhnliche Kunstwerke und seltene Stücke historischer Ingenieurskunst besaß.
Auch war sie eine angesehene Tierpräparatorin, die es den Bewohnern Kanakas ermöglichte, seltene Wunder der Natur aus nächster Nähe zu erleben. Ja, das war's dann wohl mit der. Trotzdem, ich hätte gern... Der ist sicher ganz woanders, ne? Der Schlüssel ist sicher ganz woanders. Da bin ich sicher schon vorbeigehatscht. Würde mich ja gar nicht wundern. Würde mich ja gar nicht wundern. Nee. Haben wir hier noch was? Nee, da waren wir schon, ne? Ich würde sagen, den Kerl lasse ich einfach mal hier liegen. Und bevor ich wieder runterspaziere und mich grün und blau ärgere, weil ich nicht weiterkomme, werde ich das einfach mal speichern tun. So. Jo. Vielleicht ist das Rätsels Lösung. Ich will da wieder raus. Ups. Was haben wir denn da oben? Und das kann da so stehen. Das Regal hier. Mhm. Genau. Boah, da ist finster. Dantes Büro. Ja. Ach, da schaut's aus. Ein einziger Sauhaufen hier. Ein einziger Sauhaufen. Aber ich bin verzweifelt ein kleines bisschen. Da ich diesen einen Schlüssel hier nicht finden tue. Und durchsuche halt alles mal ein bisschen. In der Hoffnung, dass wir das Teil noch finden. Aber das ist sicher nicht hier. Das ist einfach nur so kaputt alles hier, ne? Da finde ich vielleicht maximal was zum Heilen an. Siehste? Habe ich ja gesagt. Und ich denke, das wird es dann auch schon gewesen sein, ne? Münzen, tatsächlich. Ein paar Münzen. Wahnsinn. So. Haben wir sonst noch was? No. Dann gehen wir noch ein Stück weiter rauf. Kann ich normal gehen? Normal schon, oder? Was haben wir da oben noch? Ah, ist eh nichts mehr. Okay. Okay. Jo. Ich habe keine Ahnung. Ich kann mir jetzt echt nur noch vorstellen, dass unten vielleicht so, ja, das Ding sein könnte. Der Schlüssel, den ich suche. Also wieder runtergehen. Dass die hier irgendwo versteckt sind. Puh. Ich denke, ich darf das auch mal speichern. Nochmal, dass wir nicht zu weit zu hatschen haben. So. Okay. Na, es ist unglaublich. Ah, natürlich. Es geht ja auch noch nach unten. Haha. Das allerdings habe ich noch nicht in Augenschein genommen und in Betracht gezogen, dass hier vielleicht das Objekt unserer Begierde sein könnte. Was haben wir da? Eine Feige. Lecker. Ausgewählte Worte des Aufsehers. Labt die Augen nicht an schönen Dingen, stecht sie euch lieber aus. Was? Als sie zu lange auf der Versuchung ruhen zu lassen. Die Worte des Aufsehers, 114. Ja, ein ketzerischer Gedanke führt unvermeidbar zu mehr wie ein einzelnes verirrtes Korn. Und schon, was? Wie ein ketzerischer Gedanke führt unvermeidbar zu mehr wie ein einzelnes verwirrtes Korn schon bald ein ganzes Feld bestellt. Ah. Die Worte des Aufsehers, 401.
der Aufseher ist echt der Hammer, ne? Seid gewahr, es gibt nur einen Weg. Es ist das Bestreben des Outsiders, euch davon zu überzeugen, dass es mehrere sind. Jawohl, die Worte des Aufsehers 31. Die Pflicht der Zunge ist es, die 7 Gebote zu sprechen. Alles andere ist Ketzerei. Bravo. Die Worte des Aufsehers 18. Verbrennt die Ungläubigen in unserer Mitte, denn sie führen die Erde ins Verderben. Die Worte des Aufsehers 534. Alter, gibt's noch mehr? Gibt's noch viel? Och du Heilige. Der Outsider hat vielerlei Gestalten. Das Waisenkind mit ausgestreckter Hand, die Hure mit ihren lüsternen Worten, der Gelehrte mit seinen dicken Folianten. Die Worte des Aufsehers 103. Kein Ketzer kann Erlösung finden, außer durch Öl und Feuer. Verbrennen auf Deutsch. Schön. Das heilige Feuer, ne? Das reinigende Feuer. Sehr fein. Die Worte des Aufsehers 211 waren das. Nehmt euch in Acht vor den hungernden Rotten, denn es verlangt sie nach mehr als dem reinen Überleben. Ihr Geist ist verarmt, ihr Urteil voll und Irrtum. Voll von Irrtum. So. Die Worte des Aufsehers 140. Dann das nächste, lebt die Stille. Denn nur eine einzige Unwahrheit oder ein falsches Wort führt zu weit größerem Unheil, als sie vermuten lassen. Die Worte des Aufsehers 76. Und zu guter Letzt. Lasst euch vom Outsider nicht verführen. Sein Trank ist Gift und an seinem Herdfeuer wartet der Tod. Die Worte des Aufsehers 41. Gut. Ja. Eine Sandkiste zum Spielen. Hurra! Da unten ist doch seiner. Geht er wieder weg? Ja, das setzt sich wieder hin. Ich habe irgendwas stibitzt. Ich speichere mal. Ich bin sehr vorsichtig jetzt, ja. Ich muss mehr aufpassen, weil ich fail zu viel. Ah ja. So. Kann man den Kerl herziehen? Die alte Musik, Auszug aus einem legendären Werk. In der Natur gibt es Wellenbewegungen, die wir kaum mit unseren Sinnen erfassen können. Eine alte Musik, die alles als ein fundamentales Gesetz der Struktur durchdringt. So. Mit ihr kann man Wunder vollbringen, ohne in die Natur einzugreifen oder unfreundliche Geister um Gefallen zu bitten. Bei meinen Studien habe ich eine 17 Noten umfassende Tonleiter entdeckt, die auf diesem Phänomen basiert. Mit den richtigen Gerätschaften gespielt, entfalten diese Noten erstaunliche Wirkungen. Eine besonders wichtige ist die, den Sturm zu stillen, der aus dem Nichts entsteht, was wir als das Werk des Outsiders ansehen. Aha. Achso, jetzt bin ich da herunten. Aha. Fein, das hat mir jetzt leider auch nicht wirklich was gebracht, ne? Ich wollte ja eigentlich den Schlüssel hier finden. Ich bin so schlau. Das muss ich ändern. Jetzt bin ich hängen geblieben. Los, ich habe keine Zeit für Spielchen. Ah! Ma,
Mann, ey. Den habe ich jetzt voll übersehen. Kann ja echt nicht sein, dass diese Kacktür nicht aufgeht. Asser Vaterkammer. Wie sind wir los? Asser Vaterkammer. Ja, Tür verschlossen. Schmugglerware lesen. Ich habe weitere verbotene Artikel auf der Straße konfisziert und muss sie in die Asservatenkammer sperren. Sobald Aufseher Stellos aufgewacht ist, sollte er mir den Schlüssel bringen. Bruder Ben. Stellos. Aufseher Stellos. Aufgewacht ist. Und wo pennt er? Ach Gott. Wo pennt der? Wachsam bleiben. Schön wachsam. Ist es vermessen von mir zu hoffen, wo pennt der? Diesen brutalen Mörder wiederzusehen? Ich weiß nicht, echt, das ist unglaublich. Das ist einfach nur unglaublich. Wo schläft jetzt der Kerl? Oder wo ist der Kerl? Ein Strom von Unwahrheiten auszuspeien. Die Echos der Lügen kehren als die Stimme des Outsiders zurück. Ja. So, den ersten habe ich mal. Zweite müsste hier sein. Ich bin stark. Was auch kommt. Was auch immer in der Nacht lauert. Ach, jetzt muss ich kurz warten. Denn selbst die niederste Arbeit drückt die Muskeln wie einen Schwamm, der Unreinheiten aus Geist und Körper entlässt. Aha. Schön für dich. Jetzt müssen wir normalerweise Ruhe haben. Ja, da ist er. Na Gott sei Dank, ey. Ich dachte schon, das wird nichts mehr heute. So. Fisch. Haben wir es geschafft. So, wo ist der jetzt umgefallen? Hier? Wie, der ist tot. Bewusstlos, einer ist gestorben. Ist mir echt sogar schon wurscht. Mir ist es schon egal. Ich weiß nicht, warum die sterben. Ich habe keine Ahnung. So, das nehmen wir mit. Hier waren, glaube ich, Münzen drin. Ne? Genau, die nehmen wir auch noch mit. Und der Rest kann mir, sage ich jetzt mal, gepflegt am Bobo runterrutschen. Oder am Buckel, ist mir wurscht. Soll ja nicht möglich sein, oder? Da. Und jetzt, her mit dem Dreck. Bitte, geht ja. Karl-Werkzeug, brauchen wir einen Silberbahn, nehmen wir gern mit. Metallkiste öffnen, schließen. Okay, das war nur die Kiste. Boah, Alter. Rohrwahlknochen, ja, nehmen wir auch mit und das war's. Mehr ist nicht. Gut. Dann, Mamilein. Wo haben wir denn das nächste? Ist das schon hier in die Richtung? Das ist schon wieder Richtung Ausgang, ne?
Jetzt ist die Frage, ob man... Ich nehme den Kerl, glaube ich, gleich mit. Ich kann ihn eh wohin legen. Dann brauche ich nicht mehr so weit hatschen, um ihn abzuholen. So. Na, wo schläft er denn? Da. So, Kumpel, du kommst mit. Wir liefern dich aus. Was ist das? Für Foto machen wir was. Okay, was das ist. Ach so, Oberhe. Ach so, hoppla. Den Projektor. Ach so. Ach so, für das da. Okay. Gut, da drüben wäre was. Aha. Na gut, also ich speichere jetzt mal. Der Part ist eh schon wieder zu Ende. Du liebe Zeit. Wir kommen ja langsam voran. Vielleicht geschieht ja noch ein Wunder und wir können im nächsten, in der nächsten Aufnahmesession, weil ich mache jetzt komplett Schluss, vielleicht können wir da in der nächsten Aufnahmesession noch alle Knochenfragmente und Runen ergattern, die uns noch fehlen. Ich bin gespannt. Na gut, ihr Lieben. Das war's wieder für heute. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!